nicht im Weg. Dein kleines Geschäft läuft nur, weil ich es tue. Und meine Stimmung kann sich jederzeit ändern. Moment mal, eine Sekunde. Wie? Wie hat Pause? Ich bin's. Wir reden später, Wakako. Was willst du, Johnny? Habe ich etwa was Wichtiges unterbrochen, ha? Ich habe das Gefühl, diese Unterhaltung könnte wichtiger sein. Du willst was. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Nettes Setup hast du hier, Rogue. Königin von Night City. War sicher nicht leicht, all das zu erreichen. So viele sind gescheitert. Was zum Teufel soll das heißen? Ich erinnere mich nur. Vermisst du die alten Zeiten, Rogue? Ich finde gut, wie es ist. Und wie es mir damit geht. Das merke ich. Schade, dass sonst keiner der Atlantis so viel Glück hatte. Schließen. Was, wieso? Raus jetzt. Wir sind noch nicht fertig. Oh doch, das seid ihr. Scheiße, was ist denn los? Nichts. Deine Schicht ist vorbei. Geh nach Hause und leg die Füße hoch. Okay, dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Wir haben den ganzen Laden für uns. Ich fühle mich wie ein VIP. Jetzt rede. Was zum Henker hast du mir zu sagen? Pack die Karten auf den Tisch, Rogue. Ich weiß, du hast dich verkauft. Das denkst du von mir? Fuck! Seit wann, verdammt nochmal, gehen dich meine geschäftlichen Entscheidungen was an? Du hast deinen Namen auf der Zunge, ich weiß es. Adam Smasher. Es stimmt, aber das war viel später. Du warst fort. Und die Trauerklamotten auch. Im Geschäft gibt's keine Sentimentalität, Johnny. Smasher und ich haben für dieselben Leute gearbeitet. Stinkt das zum Himmel? Ja. Hatte ich eine Wahl. Immer. Bedauere ich es. Sehr sogar. Wolltest du das von mir hören? Naja, was soll ich sagen? Vergangen ist vergangen. Wenn dem so ist, lass uns doch über die Zukunft reden. Du bist nicht ohne Grund hier. Dieser Körper. Ich will. Ich bin nicht. Na, fuck! Wie stirbt und ich bin der Scheißkrebs, der sie umbringt. Doch der Prozess kann aufgehalten werden. Ich muss nur. Nein, Johnny. Lass es bitte. Mach dir nicht vor, dass du jemandem helfen willst. Es geht wieder mal nur um dich, damit du dich besser fühlst. Ach, leck mich, Prinzesschen. Ich habe keine Zeit mehr, Rogue. Wenn die beschissene Uhr 12 schlägt, ist Johnny Geschichte. Und wie gleich mit. Ich muss aus ihrem Kopf raus, bevor es soweit ist. Wir haben es geschafft, Al zu kontaktieren. Sie wird uns helfen. Aber... Das Problem ist der Ort. Eine Datenfestung. Mikoshi. Und der einzige Zugangspunkt für uns liegt schön gesichert unterm Saka Tower. Arasaka? Schon wieder? Hätte ich wissen müssen. Nur ein Idiot macht denselben Scheiß immer wieder und erwartet andere Resultate. Hast du überhaupt einen Plan? Du bist der beste Fixer der Stadt. Sag du mir, wie wir das machen. Sagtest du wir? Ja, ohne dich kann ich das kaum durchziehen. Ich soll also meine Tsunami entstauben.
und mich deinem Kreuzzug gegen Arasaka anschließen? Bingo. Wann? Weiß nicht. Jetzt? Mhm. Und warum sollte ich dem zustimmen? Tu es für dich. Für mich, ja? Du kannst gern weiter die Ballkönigin von Night City spielen, aber das ist nicht Rogue. Die echte Rogue hast du auf dem Weg nach oben begraben. Sieh in dich hinein. Ich weiß, sie ist noch dort. Scheiße. Ich wusste, dass es so kommen würde. Dass du eines Abends wie durch ein Scheißwunder hier reinplatzt und wieder alles kaputt machst. Manche Dinge ändern sich nie. Und wir? Haben wir uns geändert? Ich weiß nicht. Dann lass es uns rausfinden. Hilfst du mir, Rogue? Halt die Klappe, Johnny. Halt einfach die Klappe. Scheiße, verdammt! Jedes Mal. Ich hab echt noch nie wen erlebt, der einfach über 20 Stunden abklappt. Nächstes Mal hagelt's Zähne. Ach ja? Versuch's doch. Aber der Boss wird verstimmt sein, wenn ich dir die Knochen breche. Du meinst Rogue? Es gibt nur einen Boss. Na los! Der Boss wartet. Ihr habt euch also kennengelernt. Sehr gut. Rogue, was macht diese Kreatur hier? Er ist unser Pilot, bringt uns heute zum Corpo Plaza. Rogue, du bist die Beste. Ich weiß. Sonst wärst du ja nicht hier aufgekreuzt. Unsere Ausrüstung. Nimm, was du brauchst. Nichts lieber als das. Ausrüstung, John. Was ist das hier? Retrodüsen. Antigravs. Du schnallst sie an die Beine und springst damit aus fast jeder Höhe nach unten. Mensch, Johnny, ich bin nicht dein scheiß Babysitter. Alles gut. Hab's schon. Okay. Erzähl mir, wie der Plan lautet. Ja, steck den Splitter ein. Das Ziel ist der Mikoshi-Zugangspunkt im Arasaka Tower. Wir müssen die Laborebene erreichen. Sie so lange halten wie nötig. Und dann lebend rauskommen. Der Arasaka Tower ist eine Festung. Das sicherste Gebäude in Night City. Wir können also nicht durch die Vordertür spazieren. Also schaffen wir uns selbst ein Fenster, durch das wir einsteigen. Wir fliegen mit einem Militech-Strix ein. Ein taktischer Bomber. Zuerst lassen wir von weit oben Feuer auf die Tower-Luftabwehr regnen.
Dann brechen wir durch eine Wand im 75. Stock, springen aus dem AV und überleben dank unserer Antigravs. Ja, wir landen mitten in einem tropischen Regenwald. Entgegen landläufiger Meinung hat Arasaka durchaus Stil. Wir hacken uns durch den Dschungel bis zu einem Schacht auf der Vertikalachse des Towers. Dieser Schacht führt durchs gesamte Gebäude. Wir setzen wieder die Retrodüsen ein und springen ins Erdgeschoss. Die Sicherheitsleute werden überrascht sein. Ich erwarte Chaos und kaum Widerstand. Wir laufen zur Laborebene, erreichen den Zugangspunkt. Und dann übernimmst du. Kunstpause für Beifall. Wie gesagt, es gibt nur einen Boss, eine Königin. Ich wusste nicht, dass du einen Bomber hast. Jeder hat seine Geheimnisse. Schätze heutzutage recht kein schicker roter Misutani mehr. Wie bist du da rangekommen? Ich bin der beste Fixer der Stadt, du Experte. Konzentrier dich auf den Plan. Wir lassen also Feuer auf die Arschlöcher regnen. Im Ernst? Darauf habe ich ewig gewartet. Jetzt spritzt dir nicht gleich ins Höschen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir deutlich mehr tun. Jetzt zum komplizierten Teil. Wir werden einen Jurujin 0401-Satelliten aus dem Orbit schubsen. Scheiße, ein Satellit? Wir schreiben Geschichte, Leute. Das zerschießt die Kommunikation in Night City, Nord- und Südkalifornien. Bringt uns 3-4 Stunden. Keine Koordination, keine Unterstützung. Totales Chaos. Du meinst, du hast nicht nur einen scheiß Bomber, sondern auch ein bewaffnetes Space Shuttle? Ich habe einen Bekannten bei Orbital Air. Geheimer Wohltäter? Hochrangiger Informant. Ich zahle gut, um uns Zugriff auf den Jurujin zu geben. Der Rest liegt in der Hand deiner Netrunner-Freundin. Du meinst alt. Sie ist die einzige, die ich kenne, die einen Arasaka-Satelliten vom Himmel holen kann. Ich kann's versuchen, aber nichts versprechen. Sie ist eine wilde KI und kann schwierig sein. Und Netwatch hat sie im Blick. Die Idee, einen Satelliten auszuschalten, könnte sie verstören. Ihre Gefühle sind mir scheißegal. Ich bin hier die mit dem größten Risiko. Entweder du überzeugst Cunningham oder ich bin raus. Ich sag doch, ich versuch's. Scheiße. Also, zusammengefasst, wir fliegen unbemerkt zum Arasaka Tower und begrüßen die mit einem Arsch voll Raketen. Genau. Dann springen wir rein, finden den Schacht und gehen nach unten. Zum Mikoshi-Zugangspunkt. Ja. Was meinst du? Ich sehe nur ein Problem. Danach gibt's kein Zurück. Du brichst Brücken ab. Ich jag sie her. Arasaka wird dich ins Visier nehmen. Ja, Orbital Air wahrscheinlich auch. Aber so wie ich das sehe, haben die sich die Scheiße selbst eingebrockt. Also, was denkst du? Der Plan hat mehr Löcher als ein Kabuki-Puppenhaus. Aber scheiß drauf, das muss klappen. Wird nicht der dümmste Job, den wir je gemacht haben. Rogue. Was? Ich danke dir. Dank mir später. Erstmal um Alt kümmern. Weißt du, wie man sich im Cyberspace bewegt? Naja, wie hat ja einige Übung darin. Ich schaff das schon. Geh nach hinten. Nix zeigt dir, wie's geht. Und du, Waylon, schmeiß den Strix an. Wir sind gleich bei dir. Wie lange braucht ihr? Hab ich noch Zeit für ein Nickerchen? Hey, du wirst also eintauchen, ja? Das ist der Plan. Alles klar. Zieh dir einen Anzug an und setz dich dann da drüben hin. Ich mach für heute Schluss, also musst du allein wieder auftauchen. Und versau meine Ausrüstung nicht.
Bist du da? Ich sagte doch, Alt Cunningham ist Geschichte. Ach ja? Warum sehe ich sie dann vor mir? Du siehst alt, weil du es willst. Es ist ein Abwehrmechanismus. Dein Gedächtnis erschafft lediglich ein Ersatzbild von ihr. Es ist seltsam, als ob... Du schlecht träumst. Liest du meine Gedanken? Stark vereinfacht gesagt. Du leugnest immer noch, was du bist. Ein Konstrukt, ein Datensatz. Ich verstehe dich. Du verstehst mich? Wie Zeilen eines Codes. Und was weißt du sonst noch? Ich kenne deine komplexen Gefühle. Die Zeit ist knapp. Netwatch könnte unseren lokalen Traffic aufspüren. Was weißt du über Satelliten? Ich habe einen... Interruption 0401. Das kann ich regeln. Heilige Scheiße, du tust es. Du liest meine... Ich stimme dem Plan zu. Er wird dich in den Arasaka Tower bringen. Kannst du mal kurz Luft holen? Du wirst in den Arasaka Tower einbrechen und den Port nach Mikoshi finden. Dieses Programm wird die Verbindung herstellen. Ich schicke es mit dir auf einem Splitter. Sobald du eine Hintertür geöffnet hast, wird es mir möglich sein, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Und dann? Wirst du von Vi getrennt. Und Mikoshi wird aufhören zu existieren. Jetzt mal Klartext, Alt. Das ist ein Ausbruch für die anderen, oder? Die Seelen werden frei sein. Ja. Aber das ist nicht alles. Du verschweigst mir doch was. Spuck's schon aus. Sie werden Teil von etwas Größerem. Nein, lass es. Ich verstehe es immer noch nicht. Weil du dazu nicht in der Lage bist. Tja, mach doch, was du willst. War das alles? Also, du könntest mir Glück wünschen. Ich wünsche dir viel Glück. Wow, danke. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Papierkram liegt bei Asukaga and Finch. Ja, alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Jetzt fahr rechts ran. Mach den Motor aus und sieh dir die Sterne an. Du wirst es nicht bereuen. Ich muss los. Hab dich lieb. Größtes Ding deines Lebens in diesem Outfit. Dein Ernst? Wieso? Steht mir doch super. Fängt nur keine Kugeln ab. Aber wenn du meinst. Bereit? Rogue, wer war das? Mein Sohn. Okay, das habe ich nicht erwartet. Soll das etwa heißen, du hast... Ein Privatleben? Ja. Mehr musst du nicht wissen. Also nochmal, bist du bereit? Ja, bin soweit. Gut, dann komm. Sonst hebt der Irre noch ohne uns ab. Ich mochte diese Bar. Werd sie vermissen.
ganz nach oben. Wegen Wieland, was hast du ihm über den Job gesagt? Er wollte nur wissen, wie viel ihr dafür kriegt. Gute Frage. Wie viel kriegt man für einen Job wie diesen? Das geht nur ihn und mich was an. Ach, ist das so eine große Sache? Fixer Söldnerdiskretion. So sind eben die Regeln. Akzeptier's. Du noch Personal in die vorgesehenen Bereiche. Wayland ist nicht gesprungen. Gecrashed beim Wasserfall. Ich versuche, ihn zu erreichen. Dann müssen wir jemanden mit Zugang zum Fahrstuhl nach unten finden. Wayland, hörst du mich? Bist du noch in einem Stück? Glaub schon, aber der riesige Stamm will mich vielleicht fressen. Wir holen dich da raus. Bleib, wo du bist. Was auch sonst. Wir holen Wayland ab. Okay.
Wachen. Beschäftigt am Terminal. Vorbeischleichen gehen. Oder alle gleichzeitig ausschalten. Entscheidet. Ich mach mit. Die sehen dich gleich. Bleib in Deckung. Ich habe Wayland gefunden. Lauf zum Wasserfall. Warte da auf dich. Endlich. Fangen wir an. Hey Wayland, hörst du mich? Laut und deutlich. Tür gehört mir. Jeder nimmt eine. Johnny, du hast die Wahl. Halbriff, fasse ich das als Kompliment auf. Danke euch. Du solltest mit uns springen. Ich mag's nicht, wenn alle auf einen aufziehen. Zerstreu sie lieber. Du erinnerst mich an deinen Vater. Was? Aber du bist so jung. Nicht jetzt. Nichts wie weg hier. Bewegung! Siehst du den? Hohes Tier. Hat den Zugang, den wir brauchen. Gehört dir, Johnny. Vielleicht können wir vorbeischleichen. Los! Wie Spider Murphy so gern sagte, die Katze hat was angeschleppt. Schnapp dir den Zugangschip und weiter zum Fahrstuhl. Unten, dann sehen sie uns vielleicht nicht.
nichts mit einer Terroristin zu tun. Passt auf! Langsam und leise. Okay. Komm raus! Und die Hände da... Das Atrium. Scheiße. Ich habe hier erst vor einem Monat Michiko Arasaka getroffen. Ihre Flora. Groß. Genau wie damals. Weißt du noch? Ja, na klar. Du hast dich verändert. Bist endlich erwachsen. Und du immer noch die Beste. Okay. Sicherheitsräume sind unten. Du musst dich durchschlagen. Fahrstühle sind immer noch blockiert. Springen wir. Ist ein weiter Weg nach unten. Deshalb haben wir ja die Anti-Grabs dabei. Roland, jetzt! Sicherheitsraum! Wir müssen den Fahrstuhl zu den Laboren finden. Schnellster Weg nach Mikosch.
in der Nähe? Patche alt rein. Na dann, lass mal sehen, was dein Output so drauf hat. Hey, du warst immer die eine für mich. Weißt du doch. Ich schon. Nur leider du nicht. Tja, hätte schlimmer sein können. Alt ist drin. Glaubst du, sie kommt durchs Eis? Sicherheitsmaßnahmen eliminiert. Ich habe volle Kontrolle über das Gebäude. Der Weg nach Mikoshi ist frei. Fahrstuhl, jetzt! Systemverwaltung. 2067. Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. 2071. Arasaka-Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. 2074. Arasaka? Bullshit. Ich kenne den Blick. Willst du mir was sagen? Denkst du je zurück, warum wir es getan haben? Was getan? Die Konzerne bekämpft, in Lederkluft, garniert mit Chrom und Eisen. Keine Ahnung. Wir waren jung, heißblütig, mit beschissenem Urteilsvermögen wie alle Grünschnäbel. Wir haben für Schönheit gekämpft, ohne zu wissen, was gut oder wahr ist. Nur Schönheit hat uns was bedeutet. Lass dich jetzt nicht ablenken. Wir reden bei einem Drink darüber, wenn wir hier fertig sind. Ich gebe einen aus. Alte Knacker mit Geschichten von früher. Ist wie bei meiner Oma. Arasaka Netrunner haben die Tower-Systeme gestürmt. Sie aufzuhalten hat Priorität. Setzt euren Weg allein fort. Der Weg ist frei, aber ihr müsst euch beeilen. Eine Elite-Einheit ist euch auf dem Weg. Wollte abhauen. Wurde Kanonenfutter. Einige... Was ist aus ihr geworden? Eine Frau am Rande des Wahnsinns. Oh, Scheiße. Cunningham hat über die Jahrzehnte Fortschritte gemacht. Scheißefresser hat nie eine Chance. Los! Der Weg nach unten ist hinter der Tür. Sieht aus, als hätte Alt hier ganze Arbeit geleistet. Ich bereite momentan die Abwehr einer Netrunner-Attacke von außerhalb vor. Ihr seid auf euch allein gestellt. Doch Beeilung! Eine Arasaka-Elite-Einheit ist bereits unterwegs. Bewegung!
Wir sind so nah, dass ich die Daten fast riechen kann. Der Raum hinter der Sperre. Da, dann kommt der Kern. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, John. Aber du kannst von vorn beginnen. Thank you.
mich jetzt sehen! Cyborg-Fotze. Rogue war besser, als du und ich je sein könnten. Die beste von allen. Und du hast sie getötet. Sie kannte das Risiko. Rogue hat dich nie vergessen. Jetzt hat sie ihren Willen. Red keinen Scheiß. Ich hab die alte Fotze gekillt. Du raffst es nicht, Smasher. Sie ist auf ihre Weise abgetreten. Den Luxus kriegst du nicht. Thank you.
Wieland. Ja, Mann? Du bist in Ordnung. Viel Glück, Silverman. Der Zugangspunkt liegt vor dir. Verlinke dich damit. Dann finde mich auf der anderen Seite. Da ich verlasse Natur, die mich betrübt. An Formen der Natur nehme ich nicht teil. Ich nehme die Form, die griechische Goldkunst gibt. Gehämmert gleißend Gold und Goldemaille, wie sie der Herrscher vor dem Schlafe liebt. Und setzt auf goldenen Ast, der sie verweil. Und dass sie sing für Edle von Byzantium. Was kam und kommt und kommen wird zum Heiligtum. Hey, wie? Hast du mich vermisst? Nicht so richtig. Hatte einen Blackout und bin hier aufgewacht. Hab ich was verpasst? Rogue ist tot. Smasher hat sie erwischt. Das tut mir leid. Sie ist für mich gestorben.
ist mein Körper noch halbwegs intakt. Hab ihn im Keller des Arasaka Towers geparkt. Angeschlossen ans Net. Dachte ich mir, dein Output befeuert mein Hirn schon eine ganze Weile mit Soulkiller. Alt! Zeigst du dich auch mal? Sag mir Hallo! Ich bin jetzt ein Engramm. Ein Konstrukt. Fuck. Tja, willkommen im Club. Hey, Alt! Bist du da? Sie hat gesagt, sie muss die Prüfsumme beenden. Dann kopiert sie mich wieder in meinen Körper. Das war's dann also? Jetzt liegt alles in Alts Händen? Nein. Was zum... Alt? Den Körper als Faktor auszuklammern, war ein Fehler. Die DNA-Rekonfiguration ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation. Und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Spuck's aus! Was soll das heißen? Wie wird sterben, egal was ich tue? Es ist unvermeidbar und steht kurz bevor. Prüf's nochmal. Wenn Wies ein Gramm beschädigt ist, dann reparier's halt. Die Hardware ist das Problem. Die Neuronen des Organismus sterben schon seit einer Weile ab. Jeder Versuch, das Hirn zu manipulieren, würde mit dem Tod enden. Du bist ein scheiß Genie! Denk dir was aus! Es reicht, Johnny! Halt die Klappe! Ich muss nachdenken! Das wird schon wie. Wir finden... Ich sagte, gib mir eine verfickte Minute! Alt, komm schon. Es muss doch irgendwas geben. Der Biochip hat den Wirtsorganismus unumkehrbar verändert. Er gehört nicht mehr wie. Sie ist nur ein Eindringling. Für dich sieht es anders aus. Alle Veränderungen wurden an dich angepasst. Warte mal. Du willst, dass dein Ex mich aus meinem eigenen Körper rauswirft? Die Veränderungen sind unumkehrbar. Du hast nichts zu verlieren. Eher alles zu gewinnen. Ich will mich hier nicht einmischen, aber solange Johnny die volle Kontrolle hat, kann er tun, was er will. Halt, gib uns eine Sekunde. Wozu, verdammt? Damit du mich überreden kannst? Für ein gutes Gewissen, obwohl du mit mir tun kannst, was du willst? Wir sind Freunde, Vee. Sowas würde ich dir nie antun. Niemals. Da ich also sowieso dazu verdammt bin, zu sterben, halten wir uns einfach an den Plan. Ich gehe, du bleibst. Mein Körper gehört dir. Nein. Ich muss gehen. Du verlogener Drecksack. Was muss ich tun, Alt? Überquere einfach die Brücke. Du wirst ein Teil von mir. Wies ursprüngliches Leben wird wiederhergestellt. Verarschen? Es gibt keine Optionen, du heuchlerisches Arschloch. Du gehst, ich bleibe. Das war der Deal. Okay, langsam. Ich glaube, ich habe eine Überdosis Silverhand im Blut. Muss mich kurz sammeln, wenn ich wählen müsste, mit wem ich auf eine einsame Insel gehe. Wärst du's sicher nicht. Sogar der Cast von Kleine Fette Konzernratten wäre mir lieber. Weil du nämlich ein Riesenwichser bist. Und mit Sicherheit verdienen andere das Leben eher als du. Und trotzdem wünsche ich dir nicht den Tod. Versprich mir nur eins, Arschloch.
Vergiss mich nicht. Morgen. Morgen, du. Ich gehe mal kurz duschen. Ich komme mit. Ich bin in der Küche. Okay, wie? Was ist los? Geht's dir schlechter? Du weißt, was los ist. Ich sterbe, Judy. Ich will jetzt nicht darüber reden. Mikoshi, hab ich recht? Ich hab deine neuen Mets gesehen, wie?
Es wird schlimmer, oder? Keine Sorge. Es wird sich bald alles klären. Klären? Wie? Ich bin weder blind noch blöd. Du mauerst, das sehe ich doch. Und ich komme nicht zu dir durch. Manchmal denke ich, du würdest es nicht mal merken, wenn ich einfach verschwinde. Egal, ich bin draußen. Vielleicht sehe ich ja den Crystal Palace. Man glatt mit der Venus verwechseln. Wie? Ich habe einen Fehler gemacht. Wir reden hier nicht mehr vom Crystal Palace, richtig? Es ist seltsam, aber mir ist gerade klar geworden, dass ich nie hierher gehört habe. In diese Stadt. Ich dachte immer, ich wäre gern ein Atom unter vier. Dass Anonymität Sicherheit bedeutet. Aber das war eine Illusion. Ich sehe die Stadt an und fühle mich... Wie? Einsam? Aber du hast mich. Ja, ich weiß. Wenigstens noch eine Weile. Weißt du, ich hatte mein Leben in Abschnitte unterteilt. Von einem in den nächsten. Erst war ich im beengten Megagebäude, dann im Gruppenheim, bei der Gang, bei den Mocs. Jedes Mal dachte ich, ich hätte endlich ein Zuhause gefunden. Und jedes Mal wurde ich enttäuscht. Wie würdest du diesen Abschnitt nennen? Darüber wollte ich mit dir reden. Hör zu, wie ich... Ich muss hier weg, raus aus Night City. Was Besseres finden, was Stabileres. Kannst du das verstehen? Ich will nicht, dass du gehst. Nicht jetzt. Ich brauche dich. Wie? Du weißt, wo du hingehörst. Diese Stadt gehört dir, der Königin des Afterlife. Du bist eine Legende. Lass mich rausfinden, wer ich bin. Mein wahres Ich. Ich meine, du... Scheiße, es ist so schwer, das zu sagen. Vor allem dir. Danke, Judy. Für deine Ehrlichkeit. Für alles. Was auch immer du jetzt vorhast, kann ich irgendwie helfen? Nein. Das muss ich alleine durchziehen. Also nimmst du den Job an? Ich wünschte, es würde anders enden zwischen uns. Ich auch. Aber es muss jetzt sein, solange ich noch Zeit und etwas zu erledigen habe. Auf dich wartet immer das nächste Ding, die nächste Herausforderung, bis zum bitteren Ende. Ich gehe jetzt lieber. Ja. Pass auf dich auf, Vi. Komm in einem Stück zurück. Sei du auch vorsichtig. Pass auf dich auf da draußen, Vi. Hallo. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst entschieden haben. Wohin fahren wir heute? Bring mich zum Afterlife. Wie Sie wünschen.
Wir werden entlang beschränkter Luftkorridore reisen. Keine Verzögerung in Aussicht. Perfekt. Wenn ich so frei sein darf, Sie wirken erschöpft. War es eine anstrengende Nacht? Anstrengende Wochen. Tut mir leid, das zu hören. Das Delamain Network bietet zusätzliche Dienste an, welche die ideale Medizin für Ihren aktuellen Zustand sein können. Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass Delamain nun mit Traumateam kollaboriert. Mit unserem zeitlich begrenzten Paket Sicher Reisen steht Ihnen volle medizinische Versorgung zur Verfügung. Gibt's was Neues über Arasaka? Wie sieht's sonst in der Stadt aus? Folgendes dürfte Sie interessieren. Die Arasaka-Krise hält an und der Konzern stolpert weiterhin. Medienberichten zufolge hat sein Image auf nahezu beispiellose Weise Schaden genommen. Auch finanziell und politisch ist Arasaka am Boden. Sichere deine Seele sollte ein riesiger Erfolg für Arasaka werden, wurde stattdessen aber zu einem Fluch. Alle Ressourcen des Projekts gingen verloren. Mhm. Die haben den Reichen Unsterblichkeit versprochen und verkauft. Und eigentlich Engramme und Wissen gesammelt. Es ging um Macht, Kontrolle. Völlig richtig. In jedem Fall wird es eine Weile dauern, bis Arasaka sich erfolgreich neu organisiert. Sie und das Afterlife sind in Sicherheit. Vorerst. Was medizinische Versorgung angeht, etwas zu spät und etwas zu teuer. Ich fürchte, ich verstehe nicht. Laut meiner Kenntnis stehen Ihnen enorme Ressourcen zur Verfügung. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Lass gut sein, Del. Wie Sie wünschen. Bring mich ins Afterlife. Und zwar schnell. Natürlich. Ich habe die optimale Route berechnet. Wir kommen in Kürze an. Bitte lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie den Ausblick auf die Stadt. Danke. Nach Einschätzung meiner Kunden ist die Stadt einfach atemberaubend. Klar doch. Ein echter Knaller. Bestimmt. Ein Ort, der auf ein besseres Morgen hoffen lässt. Was du nicht sagst. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst entschieden haben. Angenehmen Tag.